Die Bundestagswahl rückt immer näher und der Wahlkampf hat bereits begonnen. Am 25.08.2021 war Annalena Baerbock von der Partei Bündnis 90 Die Grünen zu Gast in Hamburg. Das darf gerne richtig laut sein, auch wenn sie es noch nicht hört. Am 26. September ist es soweit. Nicht nur irgendeine Wahl, sondern die Wahl unseres Lebens. Die Wahl unseres Lebens, die Wahl des Lebens unserer Kinder und der nachfolgenden Generationen. Es geht um nichts Geringeres als um die Frage, wie wir es schaffen, unsere Erde, unsere Freiheit und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu schützen. In den letzten Monaten ging es bedauerlicherweise wenig um wirkliche Inhalte, wirkliche Ideen für dieses Land. Drum lasst uns heute Abend den politischen Ideen, den politischen Botschaften endlich den nötigen Raum geben. Ist ja wie zu meinen Studienzeiten fast gutes Wetter hier bei euch. Danke Jan, danke an Selig, großartig, großen Applaus. Und zwar jeden Tag, jeden Jahr werden es weniger Singvögel in unserem Land, auf unseren Feldern. Das heißt, wenn wir nicht den Mut haben zu verändern und aus Sorge davor, dass irgendwas anders werden könnte, dann werden wir erhalten, verlieren, was uns wirklich wichtig ist. Was dieses Land nicht nur trägt, sondern was unser Ökosystem trägt. Deswegen ist es nicht nur eine Frage von Eisbären. Es ist eine Frage von Vögeln in unserem Land. Es ist eine Frage für unsere Kinder, für ältere Menschen, für jüngere Menschen. Es ist die Frage, tun wir jetzt alles, um diesen Planeten zu retten? Und die Antwort muss klar ja sein. Wir tun verdammt nochmal alles dafür. Klar ist aber auch, wenn man verändert, bedeutet das, manches wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und deswegen erleben wir einen Wahlkampf, der nicht nur sehr, sehr spannend ist, sondern wo es auch viel Gegenwind gibt. Insbesondere, wenn man auch eigene Fehler macht, das immer nicht so ganz einfach ist. Aber die entscheidende Frage ist, halten wir an den Glauben fest, gemeinsam wirklich Veränderungen zu schaffen? Und wagen wir es bei denjenigen, die sagen, wir wollen nichts verändern, weil wir selber so stark davon profitieren, wie der Status quo ist, klar und deutlich zu widersprechen. Was möchtest du konkret gegen den Pflegenotstand tun? Sehr gute Frage. Also, den wird man auch nicht so einfach lösen können, aber drei Dinge sind aus meiner Sicht total wichtig. Und es sind ja sicherlich einige Pflegekräfte auch hier vor Ort. Der eine Punkt ist, wir brauchen andere Arbeitsbedingungen. Es gibt so viele Menschen und wie gesagt, einige sicherlich auch von euch, die sagen, eigentlich ist das ein Traumjob für mich. Eigentlich wollte ich das mein Leben lang machen, andere Menschen zu pflegen, aber ich bin 55, ich kann einfach nicht mehr, weil mein Rücken so kaputt ist. Ich schaffe das nicht und gehe in Teilzeit oder höre auf und das bedeutet dann, dass immer weniger Menschen in der Pflege arbeiten. Und deswegen ist für mich diese 35-Stunden-Woche so zentral. Was im Industriebereich möglich ist, sollte auch in unseren Pflegeeinrichtungen möglich sein. Darüber hinaus braucht es endlich eine vernünftige Bezahlung und öffentliche Verträge nur noch mit dem Pflegemindestlohn. Und der Mindestlohn muss deutlich angehoben werden. Deutschlandweit auf 12 Euro in allen Bereichen. Gehen Sie zur UKW-Abschaltung zugunsten von DAB+. Das ist meine Frage. DAB+ ist Digitalradio und UKW ist analoges Radio. Wenn das abgeschaltet werden würde, UKW. Nochmals abgeschaltet werden? Für die digitale Radiolandschaft. Weil das ja günstiger ist. Aber ist ja kein Zwang, sondern kann es ja frei entscheiden. Und man ja Kosten einspart im Fernsehen, hat man es ja auch gemacht.
Ja, aber das ist nicht die Aufgabe von der Politik an der Stelle, jedenfalls nicht von der Bundesregierung. Wir sind kurz vor der entscheidenden Phase der Bundestagswahl. Am Sonntag beginnen die Trielle und man spürt ja auch hier in Hamburg eine wahnsinnige Veränderungsluft von ganz, ganz vielen Menschen. Und dieser Wahlkampf ist so spannend wie noch nie zuvor, weil drei demokratische Parteien ganz eng beieinander sind. Und jetzt geht es darum, gemeinsam mit den Menschen darüber zu sprechen, wie schaffen wir es, dieses Land zu erneuern. Und dafür kämpfe ich. In der Reihenfolge Frau Trumper von Hamburg 1. Hamburg 1. Sie haben ja eben schon angesprochen, womit Sie das machen wollen. Können Sie die Themen noch einmal konkretisieren? Mit welchen Themen möchten Sie jetzt auf den letzten Metern überzeugen? Die große Frage ist, behalten wir den Status quo bei oder gehen wir bei den zentralen Zukunftsfragen wirklich eine Veränderung an? Und die große Zukunftsfrage unserer Zeit ist der Klimaschutz, weil es nicht nur eine Frage von Umweltpolitik ist, sondern Industrie- und Wirtschaftspolitik und auch eine Frage von Sicherheit und von Freiheit. Das erleben wir bei den Extremwetterereignissen der letzten Wochen und das sehen wir weltweit, dass wir da, wenn wir das Ruder nicht rumreißen, wirklich in eine große, große Krise reinschlittern. Und die zweite zentrale Frage ist die Gerechtigkeit. Ich nehme nicht hin, dass jedes fünfte Kind in unserem Land in Armut lebt und gemeinsam für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, dafür trete ich an. Frau von Thiesenhausen vom Hamburg-Journal. Genau, wir sind ja in der Heimatstadt von Olaf Scholz. Hier hat er Fettwahlen gewonnen. Wie wollen Sie bei den Hamburgerinnen und Hamburgern denn jetzt punkten? Die Hamburgerinnen und Hamburger haben ja nicht nur heute, sondern in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich gemacht, dass Hamburg für Zukunft steht, für Innovation steht und vor allen Dingen für einen Industriestandort, der auf Erneuerung setzt. Und dafür trete ich an. Olaf Scholz sagt, wir müssen weitermachen wie bisher, lieber abwarten mit Blick auf Klimaneutralität in unserer Industrie. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass auch Hamburg den Wechsel für die deutsche Bundesregierung wählt.